Hallo, heute stelle ich euch das App System Tuner vor. Kann für 3,99 Euro im Android Market heruntergeladen werden. Kann man also schon mal sagen, es ist ein doch recht stolzer Preis. Ich denke, der Name sagt schon mal grob, um was es geht. Die App dient dazu, euer System bzw. eben Smartphone möglichst gut zu optimieren, Programme zu finden, die beispielsweise viel RAM oder Speicher fressen. Und diese können aus der App selber sehr leicht und praktisch eliminiert werden. Wir sind hier in der Hauptansicht, die App ist also recht schlicht gehalten und eben möglichst funktional. Wir haben das Ganze in vier die verschiedene Kategorien unterteilt. Zum einen haben wir ganz oben den Task Manager. Die kennen wahrscheinlich die meisten schon, kann man aufrufen, wenn man lange die Home-Taste gedrückt hält am Smartphone selber. Hier bekomme ich jetzt aber noch zahlreiche Infos. Zum einen habe ich oben einen Live-Balken, wo mir CPU, Memory und SD-Card angezeigt wird. Darunter habe ich dann aktuelle Programme oder Anwendungen, die laufen, inklusive einer Zeitanzeige, die man hier hinten sieht, wird einem in Sekunden angezeigt. Mein Taskspeicher ist frisch geleert, also momentan eigentlich nur die System Tuner Pro App und eben das Android-System selber. Ihr habt jetzt hier unten verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen euch die CPU-Time bestimmen, in was die euch angezeigt werden soll. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr wollt das Ganze in Prozent sehen. Dann wird euch das hier in Prozent angezeigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf Kill All drücken. Dann werden eben alle mehr oder weniger gekillt und es wird keine CPU mehr verbraucht. Ihr könnt unter Excluded könnt ihr einzelne auswählen und diese da rauslöschen. Habt dann jetzt den Speicher schön geleert. Könnt unter System die Systemanwendungen ansehen, die eben vom System selber genutzt werden. Und unter Kernel habt ihr die Möglichkeit, Programme zu sehen, die den Kern gerade im Prinzip belasten. Dann, was auch eine wirklich sehr, sehr praktische Funktion dieser App ist, es gibt eine Art Analyzer. Da habe ich jetzt momentan keine, aber der Sinn ist, ihr drückt hier auf Start, dann läuft das Programm die ganze Zeit im Hintergrund und zeichnet alle eure Aktivitäten auf. Und sobald ihr dann wieder in die App hineinkommt und sie dann stoppt, könnt ihr später in den Analyzer rein und seht dann hier alle möglichen Infos, eben was die einzelnen App für Daten verbraucht haben, was gestartet wurde und ähnliches und könnt so beispielsweise eben Programme finden, die euer Smartphone deutlich verlangsamt haben. Unter der One-Click-Funktion könnt ihr zum einen zwischen User-Apps und System-Apps wechseln. Ihr habt hier zum einen die Möglichkeit, euch alle Apps auf eurem Smartphone anzeigen zu lassen, könnt euch dann einzelne Details zu einer App auswählen, wenn ihr die denn ausgewählt habt. Seht dann hier wirklich die tiefsten Tiefen, sage ich mal, von Android. Werden also, denke ich, einige nichts mit anfangen können. Könnt euch hier Logs und Settings anzeigen lassen. Könnt von hier aus die App direkt öffnen. Und ihr könnt unter den Settings, zum Beispiel, was ich persönlich sehr praktisch finde, die App direkt deinstallieren. Muss man also nicht lange suchen im Speicher von seinem Handy, sondern kann hier direkt alphabetisch sortiert eine entsprechende App suchen und kann diese löschen oder was auch immer man damit machen will. Hier kann man dann nur nochmal direkt auf User und System zugreifen, das ist aber in dem One-Click auch schon drin. Dann die nächste Hauptkategorie nennt sich mehr oder weniger Info. Wenn ihr hier drauf tippt, könnt ihr euch zu eurem Handy die zahlreichen Infos aufrufen lassen, was also verbaut ist. Habt zum einen hier die Hauptinfo, wo euch so alles einen Überblick verschaffen kann. Dann, wenn ihr auf CPU tippt, wird euch die CPU angezeigt, wie die momentane Auslastung ist. Und ihr seht hier unten Informationen, wie lange die Sleeptime war, wie lange die Uptime war und ähnliches. Unter Times seht ihr das Ganze dann nochmal schön in einem Kreisdiagramm dargestellt. Ihr könnt es jederzeit resetten. Die SD-Card, denke ich, selbstverständlich, wird einem angezeigt, wie viel Platz bzw. was sich alles auf der SD-Card befindet. Auch hier finde ich schön, so mit einem Kreisdiagramm dargestellt. Und unter Memory greift ihr auf den Speicher eures Smartphones selber zu und seht auch hier, wie es da momentan speichertechnisch aussieht. Der letzte Punkt hier unten sind es noch die, zum einen die Logs. Das geht wirklich relativ spezifisch schon rein, wenn man sich da näher informiert. Will, sieht man, was zu welcher Uhrzeit gelockt wurde, kann detailliert nach Sachen suchen, kann sich das Ganze filtern lassen, kann das Ganze abspeichern und kann es sogar auch ein abgespeichertes Laden. Also man sieht hier, da passiert wirklich fast jede Sekunde irgendwas und wer sich in der Materie etwas mehr auskennt, für den wird es sicher bei zahlreichen Anwendungen recht interessant sein. Dann gibt es noch den Terminal. Hier habt ihr die Möglichkeit, etwas zu emulieren. Da muss ich selbst sagen, das geht selbst mir schon zu weit. Also wer sich da auskennt, wird, denke ich, auch hiermit viel Spaß haben.
Und zu guter Letzt gibt es noch die Settings, wo ihr eben Einstellungen für die App ändern könnt. Ist es also wirklich eine sehr umfangreiche, aber dennoch praktische App. Kostet wie gesagt 4 Euro, ist ein stolzer Preis. Aber meiner Meinung nach so gerade, was Systemtuning angeht, mit so die beste App. Es ist sowohl für Einsteiger geeignet, die einfach mal schauen wollen, was spricht, frisst am meisten Speicher. Oder auch für Fortgeschrittene, die dann eben bis zu Logs einsehen wollen oder ähnliche Sachen. So viel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.